Schön, dass ihr beide mit dabei seid zur ersten Yoga Basics Partner Yoga Stunde. Yoga zu zweit zu erleben ist ein ganz besonderes Ereignis. Es ist ein schöner Mix aus Geben und Empfangen. Du schenkst dem anderen Körper eine liebevolle Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig steigert das dein Körperbewusstsein. Und das Beste daran ist, Partner-Yoga macht ganz viel Spaß. Also kommt bitte zusammen auf die Matte und wir starten jetzt. Ihr setzt euch bitte Rücken an Rücken, die Füße aufgestellt. Und jetzt lasst euch mal Zeit und rutscht richtig schön mit dem Rücken aneinander. Die Hände legt ihr locker auf eure eigenen Knie ab. Hinterkopf an Hinterkopf. Und jetzt schenkt euch ein tiefes Durchatmen, schließt einfach mal die Augen. Zieht auch die Schultern nach hinten, jetzt merkt ihr schon, auch die Schultern vom Partner. Und jetzt möchte ich euch einladen, einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden in der Ein- und Ausatmung. Ihr atmet jetzt mal gemeinsam komplett aus. Werdet leer, beginnt tief einzuatmen, in den Rücken, in die Flanken, in den Brustraum. Vollständiges, tiefes Ausatmen. Macht das für euch ein paar Mal, um euch erstmal auf die Partner-Yoga-Stunde einzuschwingen. Und nutzt diese Yoga-Übung, um einfach mit euch, aber auch mit dem Partner auf eine ganz neue Art und Weise in Kontakt zu kommen, Verbindung aufzubauen. Ihr könnt hier schon mal die Atemräume intensiv erleben, wie ihr in den unteren Rücken atmet, den oberen Rücken. Vielleicht wird es auch schon warm. Dann atmet aus, öffnet die Augen und ihr schiebt mal die Arme nach vorn. Zieht die Schulter nach hinten, jetzt gehen die Arme nach oben und ihr greift euch gegenseitig an den Handgelenken. Genau, darf man sich erstmal finden. Und einer geht nach vorn ganz leicht und der andere Partner lässt sich in die Rückseite sinken. Und wenn ihr magt, beginnt ganz leicht an den Armen zu ziehen. Die Schultern bekommen eine wunderbar intensive Dehnung. Und dann einatmen, zurück zur Mitte. Und dann die andere Seite, dann zieh der andere Partner, lass den Kopf schwer hängen, tiefe Atemzüge. Sehr gut, bei mir hat es gerade geknackt. Einatmen, wieder zurück und dann machen wir das noch eine Runde. Vielleicht geht ihr jetzt ein Stückchen tiefer. Schenkt euch ein tiefes Durchatmen und genießt das. Genießt diese Dehnung, euch aufeinander auch einzulassen. Einatmen, zurück. Und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Könnt auch kommunizieren, ob ihr mehr Dehnung möchtet oder nicht. Nutzt das, um in den Austausch zu kommen. Wunderbar. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, auflösen. Ein Partner kommt in den Vierfüßlerstand. Bei mir ist es hier die Anja. Ich freue mich, dass ich die Stunde heute mit der Anja zusammen üben kann. Und du findest den Weg in den herabschauenden Hund. Schieb mal die Füße nach hinten. Wir gehen über die Liegestütz, nochmal in die Liegestütz zurück, um den Abstand zu messen. Finger weit auseinander und jetzt schieb dein Gesäß nach hinten, nach oben. Ihr macht es bitte auch. Lass den Partner erstmal in Adho Mukha Svanasana entspannt ankommen. Und du bringst deine Handflächen an die Beckenschaufeln, gibst Gewicht auf die Hände und schiebst großzügig das Gesäß nach hinten oben. Und der Partner unten lässt sich richtig schön reinsinken. Du kannst dein ganzes Körpergewicht draufgeben. Tiefe Atemzüge. Die Schultern unten leicht angehoben, der Atem fließt. Ist alles okay bei dir? Du könnt kommunizieren. Die Handgelenke sind entlastet. Schenkt euch ein tiefes Durchatmen. Ausatmen, in die Stellung des Kindes kommen.
Schieb mal die Arme nach hinten. Und hier gibt es jetzt eine wunderbare Dehnung. Komm mit deinen Handflächen. Nee, du lässt die Arme hinten. Im Bereich zum Becken und die gegenüberliegende Schulter. Und dann kannst du einen schönen sanften Druck ausüben. Du schiebst das Gesäß nach hinten unten und ziehst gleichzeitig die Schulter mehr Richtung Boden. Gib da jetzt mehr Gewicht drauf. Und die Person unten, die darf einfach locker lassen, loslassen. Dann mach das mal auf der anderen Seite. Wenn es möglich ist, dass das Gesäß die Fersen berührt, kannst du auch folgende Übung machen. Du setzt dich mit deinem Gesäß aufs Becken. Gib erstmal 50% vom Gewicht drauf. Und wenn sich der Partner wohlfühlt, kommuniziert, könnt ihr euch komplett draufsetzen. Das macht ihr bitte nur, wenn die Fersen und das Gesäß sich berühren und keine Knieschmerzen vorhanden sind. Und dann gebt der Position ein bisschen mehr Spielraum, lasst euch Zeit. Und die Person unten, die darf richtig lang, schön, tief, vollständig ausatmen. Das Becken wird entlastet, der untere Rücken kriegt eine super Dehnung. Die Person bleibt, dem Partner bleibt in der Stellung des Kindes und du läufst wieder nach vorn und schieb mal bitte die Arme nach vorn. Nächste Übung kannst du mal zuschauen. Stellst dich mit einem Fuß zwischen die Hände und die Partner umfassen eine Ferse. Kommst in eine Art Ausfallschritt, lauf ein Stückchen nach vorne und beide Handflächen gehen zum Becken. Jetzt beginnst du den Fuß ein Stückchen nach hinten zu schieben und du drückst das Becken weg von dir, schiebst nach hinten unten und gleichzeitig ganz sanft zieh die Ferse, deine Ferse mehr Richtung Boden. Und was ihr jetzt beide habt, ist eine schöne intensive Dehnung in den Schultern. Gönnt ihr Raum unten in den Flanken, bis hoch in die Achselhöhlen. Kommuniziert gern, ob ihr noch mehr Dehnung braucht, wünscht. Erinnere dich daran, das ist ein liebevoller Austausch aus Geben und Empfangen. Noch für 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Und dann könnt ihr langsam auflösen. Und schieb dich nochmal bitte zurück in den Vierfüßlerstand, in den herabschauenden Hund, über die Liegestütz. Schieb nochmal das Gesäß nach hinten. Und jetzt zeige ich dir noch eine super Übung, um dem Partner was Gutes zu tun. Du stellst dich hinter die Beine, verschränk die Arme und du gehst mit deinen Händen über Kreuz zwischen die Oberschenkel, drehst die Oberschenkel nach innen, beugt deine Beine und jetzt hängst du dich einfach ein Stückchen rein. Tiefe Atemzüge. Du hast deine Beine gebeugt und gib dein Körpergewicht nach hinten. Du kannst unten herabschauenden Hund mal die Augen schließen. Dann lass jetzt die schöne, tiefe, intensive Dehnung zu. Tief ein. Und tief ausatmen. Kommt nochmal eine Kommunikation, alles in Ordnung bei dir? Alles gut? Das Partner-Yoga darf sich gut anfühlen für beide. Und dann löst bitte auf und kommt langsam auf dem Rücken an. Füße mal nach vorn. Beine sind ausgestreckt. Zeige ich dir eine wunderbare Abschlusssequenz. Dreh mal die Handflächen Richtung Decke. Das ist jetzt pures Loslassen. Bring die Hände von außen unter die Fersen, lass die Beine locker und dann kommst du ein bisschen in Schwing. Kannst mal zu deinem Partner schauen, der Kopf, der schwingt wunderbar mit. Und dann stellst du dich hin und schützt deinen Rücken, lass deine Beine gebeugt und schön großzügig läufst du jetzt nach vorn. Beine locker, locker, locker.
muss nichts machen. Überkreuz die Füße. Und jetzt bring eine Ferse Richtung Becken. Locker lassen. Heb das Becken leicht an und hier kannst du schön hin und her schaukeln. Schließ die Augen. Genieß das. Das Becken kriegt schön Platz. Der untere Rücken, der kann wunderbar entspannen. Die Gesichtszüge vom Partner sollten entspannt sein. Die Mundwinkel schauen nach oben. Und dann Wechsel. Partner muss nichts machen. Darf loslassen. Wieder zurück. Beine locker. Schau nochmal bitte zu uns. Kannst die Füße einfach mal so ein bisschen bewegen. Da rotieren die Oberschenkel. Gefällt es dir? Genau. Drehen die Füße leicht nach innen und kommt mit dem Spann Richtung Gesäß. Nee, du musst nicht mich zudrücken. Lockern lassen. Augen schließen. Und dann verlagerst du dein Gewicht so leicht nach hinten. Du kannst nochmal eine wunderbare Entspannung deinem Partner schenken im Bereich des Rückens. Lendenwirbelsäule wird entlastet. Mit einer Ausatmung kippst du ganz leicht nach hinten. Der Atem ist ruhig, gleichmäßig. Und dann lässt du wieder locker und bringst die Beine schaukeln zurück. Lauf nochmal Richtung Mitte und mit deinen Handflächen gehst du unterhalb vom Becken ganz leicht, gibst du den Impuls, das Becken leicht auseinander zu schieben. Ganz sanft. Und hier kannst du nochmal hinein entspannen. Dann, auch wenn es schön ist, stellst du die Füße auf und kommst über die Seite hoch zum Sitzen. Chaka. Schön war's. Bedankt euch gegenseitig, das war eine Runde und dann könntet ihr jetzt wechseln und das Video entsprechend nochmal üben und dann darf der andere Partner ganz entspannt sein. Wenn dir die Videos gefallen, schenk uns gerne ein Like. Wir haben noch viele andere Yoga-Übungen als Partnerübungen in unserem Repertoire. Genau. Und die teilen wir sehr gern mit euch. Kannst den Kanal hier oben abonnieren und wir sehen uns wieder auf der Matte. Habt einen wunderbaren Tag zusammen.